Episode 4, jetzt geht's weiter mit Episode 5, Fehde. Na dann, los. Jetzt ist schon fast 3 Jahre her, dass Nick Mendoza wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, das er nie begangen hatte. Die Wunden sind immer noch tief. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Hardline mit Episode 5. Amazing Grace. Halt die Schnauze, Metcalf. How sweet the sound. Ich hab gesagt, Schnauze halten. Ihr könnt mich mal, ihr Arsch. Verdammt nochmal, halt's Maul! Was willst du denn dagegen tun? Mich einbuchten? Ich will... Hey, Metcalf. Es reicht jetzt. Halt du dich da raus, Mendoza. Gern doch. Guten Abend, Detective. Tap. Tap? Ja, wir beide sind weit weg von zu Hause. Hey, Milzi! Augen nach vorn, klar? Nettes Gespräch. Tab. Vor allem am interessanten Ort. Hier wird gleich eine ganz heftige Nummer gestartet. Du ödest mich an, Tab. Mach mich nicht an, Mann! Ich bin nur der Bote. Tyson hat gesagt... Moment. Tyson Latchford? Ja, siehst du, jetzt hörst du mir ja doch zu. Okay, der Plan geht folgendermaßen. Oh Mann, scheiße. Tyson. Ich sollte dich warnen, aber... Scheiß drauf, Alter, halt dich einfach irgendwo fest. Tab, was ist hier los? Partytime. Die Szene, die wir aus dem Intro kennen. Oder beziehungsweise aus der Vorgeschichte kennen. Jetzt wissen wir auch, warum das Ganze. Uns wurde alles angehängt. Wir haben eigentlich nichts gemacht. Korrupte Scheiße von DOS und Stoddard. Und wir sind dafür verurteilt worden. Wir haben die Kohle von Nels. Was machst du da? Zumindest wurde sie uns bei uns gebunkert und ja, ich konnte jetzt kurz ein bisschen rein. Die Bullen abzulenken. Was? Geh zum Wasserturm. Hey, Moment mal. Und was ist mit dir? Mann! Hast du's an den Ohren? Wasserturm! Los! Gut, dann gehen wir mal zum Wasserturm oder sollen wir zumindest. Gut, Idealfall sollen wir uns natürlich nicht erwischen lassen. Frage ist, wie schnell kommen wir hier raus? Ich habe, glaube ich, damals eine Stunde gebraucht, bis ich hier raus war, weil ich das eben privat gezockt habe. Nur so nebenbei. Bitte was? Wir sollen jetzt ein bisschen aufpassen. Wir dürfen jetzt natürlich uns nicht erwischen lassen. Es ist total toll, wenn wir jetzt hier mit So, ich kann mal gucken, ob ich hier weiter, ob ich hier nochmal ran kann. Weil ich will eigentlich da irgendwo rum. Ich habe aber keinen Überblick, ob ich über die Karte komplett, oder? Oh, das war jetzt natürlich nicht beabsichtigt. Wir haben keine Waffen, ne? Natürlich total unter dem Beschuss. Schnauze. Sorry, Mann. Du oder ich. Und ich will Waffe nicht mehr zurück. Ne, hab ich nicht. Schade. So, also ich habe keine Waffe. Keine Waffen. Ergo, ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie da hinten hinkomme, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. So rum ist es richtig.
Super. Ach, Mann. Oh, ich will diese an. Das ist ein Scheiß. Aber der Scheiß kann da nicht vorbeikommen. Ja, ich komme dem Auto nicht vorbei. Ernsthaft. Schnauze. Jetzt habe ich noch einen Dings. Taser. Geklappt. Jetzt habe ich zumindest Waffen. Also was heißt nicht keine Waffen, sondern nur eine Waffe, aber. Das ist total toll, ich sehe nichts. So, da laufen wieder zwei. Lassen sie mal laufen. Die Frage ist, was passiert doch weiter? Kommen wir safe zum Wasserturm? Da kommt natürlich jetzt auch noch ein Heli, das ist natürlich immer gut. Super. Der guckt natürlich jetzt in unsere Richtung, das heißt, ich komme jetzt ergo nicht mehr. Ich komme jetzt hinten nicht raus, da steht auch noch einer. Ich glaube, da ist keiner. Ja, warte mal. Das ist das Problem, das ist natürlich jetzt sehr, sehr viel Taktik. Jetzt ist zu viel dich. Können wir dahinter rein? Gut, das haben wir. Das muss ich jetzt mal auch. Jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier irgendwo unterstelle. Achtung! Keine Bewegung! Scheiße, Mann! Warum hast du nicht noch den... Super, ey. Das hat natürlich total gelohnt. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was habe ich die Waffe nicht gehabt? Ich wollte den ja tasern. Das ist das halt. Na gut. Das wird jetzt kaputt. Ruhe. Habe ich jetzt nicht keine Waffe? Habe ich keine Waffe? Das Gute ist, wir können uns doch vom Heli verstecken, für den Fall das. So, lass mal ein bisschen Ruhe. Ich brauche einen Taser. Das wäre toll. Das könnte ich mir zumindest ein bisschen was tun. Die Frage ist, wo gucken die? Also der guckt ja in meine Richtung, der Typ, ne? Gehabt. Sie muss sich jetzt gerade ein bisschen checken. Warte mal kurz den Heli kurz abwarten, weil das ist natürlich jetzt total toll, dass der nämlich auf uns jetzt hier rumflattert.
Häftlinge, sofort stehen bleiben. Fluchtversuche sind zwecklos. Abwarten. Abwarten. Wie weit kriegen wir das hin? Ob wir es heute schon noch hinkommen, weiß ich noch nicht. Theoretisch schon, aber eigentlich ist es. Wir müssen ja nur gerade irgendwie da jetzt. Mal kurz mal, ich weiß nicht, ob der Heli jetzt noch irgendwie auf die in die Richtung kommt. Der schleicht da hinten rum. Also wie gesagt, das Ziel ist relativ nah. Wir müssen also da vorne rum. Wir müssen da vorne irgendwo rechts. Was macht der Heli? Was macht der Heli? Der sucht jetzt hier natürlich alles ab. Boah, ist das spannend, ey. Aber wie gesagt, ich habe damals eine Stunde gebraucht, bis ich die dann halbwegs drin hatte, die Mission. Gehen. Ich weiß nicht, wo der lang will. Der will bestimmt hier hinten lang. Ja, der kommt nämlich an uns zu. Deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, komm, ich gehe mal auf die andere Seite. Sehr gut, fürs Heli. Stecken wir uns mit der Mülltonne, nämlich. Wir durchkämmen das Gebiet. Kein Sichtkontakt. Du gehst wieder weg, okay. Du gehst wieder weg, mein Freund. Ich will dich gerne eigentlich noch rausnehmen. Okay, hi, Kollege. Der lässt uns in Ruhe. Ach, scheiß drauf. Jetzt oder nie? Ganz ruhig, Mann. Die dürfen dich nicht sehen. Total toll, dass die mich jetzt wissen, dass ich vielleicht hier bin. Haben den Sichtkontakt verloren. Wir suchen weiter. An alle Häftlinge, tut nichts Unüberlegtes. Wir werden euch human behandeln. Ja, mach mal. Kommst du jetzt her oder was? Oder bleibst du jetzt da weg? Gleich das Ding. Sofort stehen bleiben. Keine Bewegungsfläche. Geschichte. Der Heli geht mir gerade ein bisschen auf den Senkel.
will mich jetzt natürlich. Jetzt bin ich da raus. So, weg aus der Nummer. Das Problem, wo muss ich denn lang? Der ist jetzt da hinten und checkt doch ein bisschen da hinten die Lage. Hier rüber oder was? Ja, scheinbar. Ich muss die Typen irgendwie ablenken. Okay. Wie sind das überhaupt? Zwei? Drei. Kann ich die hier drunter? Widerlich. Stinkt nach Ammoniak und Katzenpisse. Muss ein Meth-Labor sein. Okay. Das wäre Schritt 1. Oh Mann, hier stinkt's nach obdachlosen Junkies. Wahrscheinlich leben hier auch welche. Jetzt ist keiner mehr da. Ihren Duft haben sie jedenfalls hier gelassen. Ach, meine Fresse, ich glaube. Nichts wie weg hier. Ich schau mir mal. Das fliegt hier gleich alles in die Luft. So, jedenfalls haben wir. So, lass mal da mal ein bisschen. So, Drogenlabor verschlossen, verlassen. Wieder zurück, quasi mehr oder weniger. So, da kommen wir nicht ran, ne? Ist natürlich toll, dass die jetzt alle da sind. Ich komme hier nicht raus, das ist das Problem in der Sache. Toll, toll. Ich halt. So, Problem, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich das Thema an? Da lang werde ich wahrscheinlich, als sie nicht kommen. Hier habe ich vielleicht einen toten Winkel. Der Heli schleicht da natürlich jetzt rum. Da jetzt irgendwie hin. Ich muss erst mal gucken, dass. Wir müssen gucken, dass der Heli sich abdreht. Ich will da diese Lücke rein, in dieses Ding rein. In diese Baracke rein. Der sucht natürlich jetzt erstmal. Aber. Vielleicht kann ich da unten rein, ja. Vielleicht mal. Ist das der Heli immer noch, der sucht? Und ob wir das sicher zum Wasserturm schaffen, sehen wir uns in der nächsten Folge an.